bei Kung Fu Fitness Snackbite. Euer Kung Fu Commander. Lieferung ist online. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Don't give up, don't surrender. Ich wünsche euch ein schönes Halloween. Ja. Ich wollte eigentlich auch ein bisschen auf Halloween Party gehen. Letztes Jahr war ich, aber das ist mir gar nicht zumute gewesen, weil ich gar nicht in Halloween Stimmung bin. Ich kann mal als Vampirdame verkleidet, so Spaß, aber. Ich habe echt keine Lust, da jetzt das zu machen, weil das ist mir eigentlich irgendwie auch erstmal eine kurze Zeit vorbereitet auf mein Kostüm. Dann keine Lust überhaupt das zu machen. Ja, weil ich in letzter Zeit so viel Sorge hatte, ein guter Kumpel, der hat jetzt auch eine schreckliche Krankheit, guter Kumpel und Taekwondo-Lehrer. Und dann ist einem nicht so nach Party zumute, muss ich ehrlich sagen. Also, und auch nicht nach Halloween zumute. Aber ich wünsche euch ein schönes Halloween. Und ja, Taekwondo-Club ist gerade bloß zu und ich weiß gar nicht, ich will eigentlich keinen anderen Taekwondo-Club halt da wieder machen, aber ja, ich mache mir auch Sorgen mit meinem Sifu, ja, um den italienischen Taekwondo-Lehrer und deswegen ist auch keine Stimmung da, jetzt irgendwie auf eine Party-Meldung zu gehen. Aber eine positive Nachricht, ein Fan von mir hat mir ein Päckchen geschickt. Ich habe ihr ein Päckchen geschickt, da war ja alles dabei, Rotwein drin und ich habe es auch gut eingepackt und Stofftiere und vegane Fleischkirchler und einiges, ja. Und dann ist das nach Frankreich gegangen und irgendwann ist das in Frankreich ist das nicht mehr weitergegangen, tagelang, wo ich mir Sorgen gemacht habe. Die Frau hat sich auch Gedanken gemacht, was ist denn da los? Und irgendwann ist das Päckchen retour gegangen. Begründung, der drauf stand, rein nach der Auskunft. Ich habe schon angeschrieben, dass die Weinflasche kaputt gegangen ist. Das Päckchen ist zurückgegangen. Keine Begründung drauf. Alles, was drin war, war ganz auch die Weinflasche. Wenn ich die Weinflasche dann killt. Und jetzt habe ich ein neues Päckchen, wo ich zu ihr schicke. Aber Radre hat mir jetzt davor schon ein Päckchen geschickt. Das war auch wieder eine Geschichte, wo ich noch was erzählen kann. Ich bin Samstag schaffen gegangen. Und hab den gekriegt, alles unter den Hut, hat nicht so geklappt. Ich hab auch nicht gewusst, dass das Päckchen früher auch kommt, noch im Geschäft fahre holen. Pusht, mit dem Gläubus mir total der Einfahrt blockiert. Und ich hab immer gewusst, dass das von mir was sei, Kind, weil damit habe ich so früh noch gar nicht gerechnet. Und wieso, wenn ich die Einfahrt nicht können hätte, hätte ich auch auf der Postbude Zugang können. Aber ich hab auch keine Gelegenheit anzuhalten, also gut, bin ich weitergefahren, eine Runde Treppe wieder zurück. War der Busbote weg, viel später habe ich erfahren, da war ein Päckchen von mir, das habe ich heute erst noch im Geschäft abholen können. Aber Samstag schnell im Stress, dann zu Teilfreunden gefahren, da wollte was helfen, noch was dreht. Ja, und dann helfen wollen und gut, ein bisschen was tragen können, aber ich hätte nicht so viel helfen können wie wollen. Und da habe ich halt das gemerkt, okay, man kann halt nicht alles unter den Hut bringen, wie man es oft will. Schade. Ja. Aber ich habe an den Samstag nicht absagen können. Ich arbeite jetzt in einer neuen Abteilung und ich arbeite gerne Samstag für die Firma, aber war halt nicht günstig auf die Vorbereitung auf das Fest selber. Ja, Sonntag war das Buddha-Fest, das war super genial, hat mir echt gut gefallen. Ja, hat mir eine schöne thailändische Kultur aber am Start am Sonntag. Und auch ein gutes Wetter hat auch gestimmt, dass man draußen ein bisschen rumlaufen können hat und so. Ja. Und in der Halle hat es auch sehr gute Darstellung gegeben von der thailändischen Kultur, thailändische Tänze und so. War ein ehrenwürdiger Buddha-Tag. Ja. Packen wir das Päckchen aus mit dem Messer. Ist das ein Messer? Nein! Das ist ein Messer, yeah! Also, Radre, Savati Krab, Kopkum Krab Tirak. Ja. This toll package is gift for me. Yeah. Cobra Kai never dies. Strike vor, strike hart nach Marcy. Way of fist. Yeah. Das ist ein Unboxing-Clip. Vom Körper wegschneiden. So. Ach, wie heilig ein Messer, ey. So. Immer vom Korb wegschneiden. Nicht so wie es beim Ofen gemacht sind. So.
bin gespannt, was drin ist. Oh, ist gut zuklebt da. Aber das nächste Paket schicke ich auch noch, also das Paket schicke ich dir, du ein bisschen halt noch mehr rein. Ne? Und mal gucken, was Radre das mir geschickt hat, aber Radre schickt auch noch was. Oh! Pilz sind das. Das hat mir gesagt, dass ich mir Pilz schicke. Oh! Das hat sich selber gepflückt, ja. Aber ja, Pilze sehen aus wie Machle. Riechen so waldmäßig auch. Sind noch frisch. 1A. Danke dir, Radre, für den Pilz. Freue mich echt drüber. Ja. Dass man das Video nicht schnell beendet, können wir noch einen Cobra Kai Talk machen. Vorsicht, Spoilerwarnung für Staffel 5. Ja, also wenn ihr Staffel 5 noch nicht gesehen, dann schaltet jetzt ab. Die, die Staffel 5 schon gesehen, können mir gerne zuhören von meiner Meinung, können dann kommentarmäßig dann mir schreiben, wie sie die Sache seht. Ja, also ich fand den John Kreese eigentlich so ein super Typ, der eigentlich so immer fädlich auf der Johnny Lawrence eingeht und ja gut, menschlich hat ja jeder seine Fehler, gut sind fingierte Figur, ist eine fingierte Handlung, aber man kann ja auch von der fingierten Handlung ein bisschen was erzählen und ja, ist der John Kreese am Knast und fand ich jetzt, ja, wenn das eine Figur ist und eine erfundene Handlung, und das Schauspieler sind und das Darstellung kommen ja von so einer Art Roman oder von einer Filmhandlung auch sich unterhalten. Und der Johnny Lawrence hat selber immer oft Probleme gehabt, auf seinen Sohn einzugehen, der da immer ausgewichen ist und einfach dem nie was will hat, obwohl der Johnny Lawrence eigentlich gesagt hat, er hat Fehler gemacht, er will es besser machen und der Sohn halt immer den nie eine Chance gehabt hat und stur war. Und der Johnny Lawrence gar nicht verstanden hat, warum sein Sohn zu stur ist. Aber in dem Fall ist er jetzt der Sture, weil er hätte ja auf der John Kreese schon lange mal eingegangen können. Weil der John Kreese ist ja immer wieder mal auf den Net eingegangen und hat gesagt, du bei mir im Deutschen ist immer Platz für dich und du bist mein Sohn von mir. Da hätte ja der Johnny Lawrence auch mal Vernunft verhalten können und ein bisschen auf den eingegangen können. Weil der Johnny Lawrence in der zwei Staffler war, da hatte ich mit dem Offizier kennen, das sind wir auch sehr viel ähnlich. Jetzt in der 5. Staffel, wo der John Kreese im Knast war und der Johnny Lawrence dann gesagt hat, ich möchte ihr Vermächtnis auslöschen, ich möchte, dass sie nicht mehr in Erinnerung sind und ich möchte ihr so, fand ich ziemlich herzlos und sieht man ja auch zu niemandem, der im Knast ist und der eigentlich immer positiv wieder auf einen zukommt. Dafür hält er mit Daniel LaRusso zusammen, der eigentlich immer negativ oft zu dem war. Und der Johnny Lawrence hat Johnny Kreese hat bei dem noch nie Hausfriedensbruch gemacht. Und wenn der einen Kampf gehabt hat und hat dann ja, noch weitergemacht oder irgendwie so, um jetzt gerade jetzt. Denn, oder immer im Kampf, dann ist der John Kreese dem nicht in den Rücken gefallen. Der Daniel LaRusso hat auch Ausfriedensbruch gemacht, der Daniel LaRusso ist ihm in den Rücken gefallen, als die Kampf in der Rock stattgeht beim Schluss. Also von der, wenn ich, also, der hat Johnny Lawrence eher zum John Kreese austauschen und dann halt eher zu dem zusammenhalten. Weil er also mit Daniel LaRusso zusammengehalten hat, hat er beim Schluss gar nichts mehr gehabt. Irgendwie verlassene Fabrikhalle, wo nicht mehr Dach hat. Ja? Wo du nicht mehr richtig Sport machen kannst, weil irgendwelche Schimmelpilze in der Wand sind. Weil der Daniel LaRusso hat den ja nicht so in seinem Dojo irgendwie trainieren lassen, weil er aus dem Hof und dann gar nicht mehr und weil sie sich verstritten hin. Da wäre beim John Kreese besser aufgehoben gewesen, weil John Kreese ist ja öfters auf den zukommen und gesagt, ja, ich sehe meinen Sohn und komm zu mir. Und es wäre interessant gewesen, im John Lawrence seine neue Kenntnisse, was Cobra Kai angeht, sein neuer Weg und den Oldschool-Weg von John Kreese
was, wenn die sich zusammen da hätte, was wär Cobra Kai für Entwicklung geworden? Das hätte mich interessiert. Ja. Ich denke, die Staffel ist. Also die Serie ist immer noch hammergeil. Und meine Lieblingsserie, die macht bestimmt noch Staffel 6 und dem interessiert, wie die das weiterentwickelt. Von mir aus können sie 1000 Staffeln machen. Wenn sie so kreativ bleiben, wäre super. Weil der 5. Staffel hat man halt schon geknopft, dass die halt das Gut und Böse wieder rausgeholt haben. Weil bei Staffel 1 war auch Cobra Kai ein Stück gut, was in meinen Augen immer gut war. Auch bei Karate Kid 1 und 3 war Cobra Kai für mich gut. Aber dass die das klassische Gut-Böse wieder hin. Bei Staffel 1 war, hast du alle Seiten verstanden können. Und von daher finde ich das ein bisschen nicht so ganz so gut, dass bei Staffel 5 wieder in das Gut-Böse Muster zurückgefallen sind. Aber man kann gespannt sein, wie es weitergeht. Ich wünsche euch was, liebe Freunde. Happy Halloween! Yep.